The question that's plagued humankind for centuries, are we totally alone in the universe? That is the way we'll first find out whether or not there's life beyond Earth. If not, then how and when would we contact an extraterrestrial being? Hier auf dem kleinen Weltraumfelsen, den wir Erde nennen, fragen sich die Menschen oft, ob wir in diesem Universum allein sind oder nicht. Auch wenn diese Frage im Jahr 2023 noch nicht geklärt ist, scheinen mehrere Funde die Möglichkeit außerirdischen Lebens zu begründen. In sehr alten Sedimenten, Kohleflözen, Mineralien und sogar Steinen und Geoden wurde eine Fülle von dokumentierten Gegenständen entdeckt. All dies deutet darauf hin, dass sich auf unserem Planeten eine ganz andere Geschichte abgespielt hat, als die Mehrheit hartnäckig glaubt. So viele Beweise sogar, dass es für eine unbekannte Gruppe, die aus welchen Gründen auch immer versucht hat, solche Entdeckungen zu verheimlichen oder zu unterdrücken, oder was noch wichtiger ist, die historischen Geschichten, die sie uns alle zu erzählen versuchen, zu verbergen. Im heutigen Video sehen wir uns die neuesten Beweise an, die darauf hindeuten, dass es Außerirdische geben könnte. Der Stein von Lanzhou. Vor ein paar Jahren, im Juni 2002, wurde ein sehr außergewöhnliches Objekt entdeckt. Ein ungewöhnlicher Stein, in den eine Metallstange mit Schraubgewinde eingelassen ist. Herr Qi Lin Wang, ein chinesischer Sammler aus Lanzhou, entdeckte dieses faszinierende Artefakt in der Mazong-Bergregion an der Grenze der Provinzen Gansu und Xixiang in China. Viele Wissenschaftler und Sammler wurden von dem Lanzhou-Stein angezogen, von dem vermutet wird, dass er außerirdisch ist. Wie die Lanzhouer Morgennachrichten am 26. Juni 2002 berichteten, versammelte sich eine Gruppe von mehr als 10 Geologen und Globalphysikern aus dem Nationalen Büro für Landressourcen der Provinz Gansu, dem Büro für farbige Metalle der Provinz Gansu, dem Institut für Geologie und Mineralienforschung der Chinesischen Akademie, Zweigstelle Lanzhou, und der Schule für Ressourcen und Umwelt der Hochschule Lanzhou, um die Herkunft dieses mysteriösen Steins zu untersuchen. Der rätselhafte Stein ist birnenförmig, etwa 8 x 6 x 6 cm, unglaublich hart und wiegt 466 Gramm. Das Objekt hat das Interesse vieler Geologen und Sammler auf der ganzen Welt geweckt, nicht nur wegen seiner unbekannten Zusammensetzung, sondern auch wegen des erstaunlichen Artefakts, das es in sich birgt. Eine Metallstange mit Schraubgewinde. Außerdem bleibt der Durchmesser des Schraubengewindes vom dicken zum dünnen Ende konstant und schwankt nicht durch das Wachstum von Organismen. Während der Diskussion wurden von den Wissenschaftlern mehrere erstaunliche Erklärungen für die Entstehung des Steins vorgeschlagen. Eine der Möglichkeiten besagt, dass dieser Stein ein Relikt aus einer prähistorischen Gesellschaft sein könnte, da eine ähnliche Zivilisation wie die unsere auf der Erde vor unserer heutigen existiert haben soll. Die Silur-Hypothese ist ein Werk, das zum Nachdenken anregt und das Potenzial der modernen Wissenschaft bewertet, Beweise für eine fortschrittliche Gesellschaft zu finden, die vor einigen Millionen oder einigen hundert Millionen Jahren existierte. Adam Frank, Astrophysiker an der University of Rochester, und Gavin Schmidt, Direktor des Goddard Institute for Space Studies der NASA, stellen in einem Artikel namens Silurian Conjecture, der im Cambridge University Journal of Astrobiology veröffentlicht wurde, die These auf, dass es bereits vor dem Auftauchen des Menschen eine fortschrittliche Zivilisation gab. Der Begriff Silurian Hypothesis wurde von einer Doctor Who-Episode aus den 1970er Jahren inspiriert, in der eine intelligente Reptilienrasse vorkommt. Eine andere Vorstellung ist, dass es sich um einen steinenden Meteoriten handelt, der Informationen von einer außerirdischen Zivilisation trägt, da die Metallstange mit Schraubgewinde fest in der schwarzen, lithischen Substanz eingeschlossen ist. Der Eingang der Stange in den Stein und die freigelegte Stangenspitze scheinen nicht von Menschenhand gemacht zu sein. Am Ende der Konferenz waren sich alle Wissenschaftler einig, dass weitere Forschungen nötig sind, um Fragen zu beantworten, wie der Stein entstanden ist und ob die Metallstange tatsächlich aus Metall ist oder nicht. Während viele Forscher von der unbekannten Zusammensetzung und dem strukturellen Ursprung des Lanzhou-Steins verblüfft waren, blieben viele skeptisch gegenüber diesem seltsam aussehenden Stein. Ihrer Meinung nach ähnelt der Stein einer gehärteten Teerkugel mit einer Schraube darin. Seine Ursprünge könnten auf die Weltkriege zurückgeführt werden. Daher gibt es keinen Grund, diesen Stein einer strengen wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen. Die Ergebnisse jeglicher Untersuchungen sowie möglicher Theorien zu seiner Entwicklung oder Herkunft wurden nie veröffentlicht. Überraschenderweise waren sich die Wissenschaftler einig, dass der Stein nun einer der wertvollsten in China, wenn nicht sogar der Welt ist. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass der Stein für zukünftige Forschungen und archäologische Studien unglaublich nützlich sein wird. Weitere Informationen über die Entdeckungen der Wissenschaftler wurden nicht bekannt gegeben. Seltsame Geode.
Je nach Größe der Geode können die größten Kristalle 1 Million Jahre brauchen, um zu wachsen. Wie kommt es also, dass ein metallischer, offensichtlich von Menschen gemachter Gegenstand in einer Geode steckt? Forscher, Archäologen und auch ganz normale Menschen haben im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Gegenständen entdeckt, die aus sehr alten Steinen und sogar Geoden geborgen wurden. Viele dieser Artefakte sind alles andere als konventionell, was darauf hindeutet, dass die Geschichte unserer Zivilisation entweder gar nicht oder nur teilweise richtig dokumentiert ist. All diese Entdeckungen scheinen darauf hinzudeuten, dass unsere Geschichtsbücher eine völlig andere Geschichte aufgeschrieben haben und dass die Mehrheit der etablierten Gelehrten nicht in der Lage ist, die Tatsache zu akzeptieren, dass es Gegenstände gibt, die unsere Geschichte völlig umgeschrieben haben. Im Laufe der Jahre wurden viele Beweise entdeckt, aber die Geschichte wird immer noch nicht richtig aufgezeichnet. Und es scheint, dass viele versucht haben, solche Entdeckungen zu verbergen oder zu unterdrücken, aus welchem Grund auch immer. Die Frage ist, warum? Warum tun Experten solche Entdeckungen so schnell ab? Und warum ist es so schwer, diesen Entdeckungen gegenüber aufgeschlossen zu sein? Die Wahrheit ist, dass unglaubliche Objekte an den unerwartetsten Orten der Erde entdeckt wurden. Eine dieser Entdeckungen, ein angeblich unzerbrechlicher Brocken eines unbekannten Metalls, wurde von einem Amateurgeologen namens Mike Walters gemacht. Berichten zufolge entdeckte Mike, der häufig über solche Geoden stolpert, eine ungewöhnliche Geode und war nach dem Öffnen verblüfft über ihren Inhalt. In ihrem Inneren befand sich eine Art metallisches Gerät, das wie ein Ring aussah und dort festsaß. So etwas habe ich noch nie gefunden. Es scheint ein poliertes Metall zu sein, das von Menschenhand hergestellt wurde, schrieb Mike in einer E-Mail an Coast to Coast. Wer um alles in der Welt könnte also einen solchen antiken Metallgegenstand hergestellt haben? Und wie könnte es in der Geode gelandet sein? Nach dieser Behauptung ist das Ding im Inneren der Geode seit 200 Millionen Jahren eingeschlossen. Womit haben wir es hier also zu tun? Ist es ein außerirdisches Artefakt? Ist es ein Beweis für eine unglaubliche, fortschrittliche Gesellschaft, die irgendwann mal auf der Erde existierte? Gibt es eine andere Erklärung? Der Salzburger Würfel. Der Salzburger Würfel, auch bekannt als Wolfsegger Eisen, ist ein bemerkenswertes antikes Relikt, das im späten 19. Jahrhundert in Österreich entdeckt wurde. Als ein Wolfsegg am Hausruck Oberösterreich entdeckt wurde, sorgte der Salzburger Würfel für Aufregung und Überraschung. Der Salzburger Würfel, eine wahrhaft antike Antiquität, wird häufig als Out-of-Place-Artefakt bezeichnet, da seine Herkunft nicht zu seiner Beschaffenheit passt. Daher regt der Salzburger Würfel auch heute noch die Fantasie von Historikern, Verschwörungstheoretikern und Wissenschaftlern an. Der Salzburger Würfel sieht auf den ersten Blick nicht wie ein Würfel aus und der Begriff Wolfseckeisen passt vielleicht besser. Der Salzburger Würfel ist eher ein kugelförmiger Gegenstand mit zwei flachen Kanten und einer Rille in der Mitte, die das Artefakt am deutlichsten kennzeichnet. Das Eisen weist außerdem eine Vielzahl von Gruben und Kratern auf, die sich über die gesamte Oberfläche erstrecken, einschließlich der zentralen Rille. Es ist leicht zu verstehen, woher die Faszination für den Salzburger Würfel kommt. Seine Eigenschaften und sein Aussehen zusammen mit den Rillen und Vertiefungen verleihen dem Eisen ein außerirdisches Aussehen. Die Farbe des Eisens selbst trägt zu dem futuristischen Aussehen bei und würde auch in einem Science-Fiction-Film nicht fehl am Platz wirken. Der Salzburger Würfel hat seinen Namen von dem Ort, an dem er zuerst aufbewahrt wurde, nämlich im Salzburg-Museum. Anfang des Jahres 1900 verschwand er jedoch unter mysteriösen Umständen, um später im Museum Heimathaus wieder aufzutauchen. Der Würfel selbst wurde auf einem Gelände gefunden, das sowohl als Bergwerk als auch als Eisengießerei bezeichnet wurde. Der Salzburger Würfel selbst wurde von einem der Arbeiter in einem Bergwerk ausgegraben. An dieser Stelle wird die Geschichte des Salzburger Würfels wirklich interessant. Der Bergmann, der den Würfel in der Eisengießerei fand, brach offenbar ein Stück Kohle auf und fand den Würfel darin. Es wird vermutet, dass die Kohlesorte, aus der der Würfel stammt und die aus dem Bergwerk gegraben wurde, über 60 Millionen Jahre alt ist. Adolf Gurit, ein Professor für Genealogie an der Universität Bonn, war einer der ersten, der den Salzburger Würfel untersuchte. Er war derjenige, der ursprünglich feststellte, dass der Würfel tatsächlich meteoritischen Ursprungs war. Als das Naturhistorische Museum in Wien den Würfel später mit Hilfe der Elektronenstrahlanalyse untersuchte, fand es keine Spuren der üblichen Elemente, die mit meteorischem Ursprung in Verbindung gebracht werden, wie Kobalt, Nickel oder Chrom. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass Gurits Entdeckung nicht so schlüssig war, wie er ursprünglich behauptet hatte. Der Salzburger Würfel war im Laufe der Jahre Gegenstand zahlreicher Spekulationen und Untersuchungen von Wissenschaftlern, aber es ist schwierig, die Ergebnisse früherer Studien mit denen neuerer Untersuchungen in Einklang zu bringen.
Die anfänglichen Theorien, der Würfel stamme von einem Meteor oder aus dem Weltraum, wurde später durch die reinere Wissenschaft ersetzt, die davon ausgeht, dass der Würfel von Menschenhand gemacht und hergestellt wurde. Auch wenn der Würfel noch immer ein Geheimnis umgibt, ist sein genauer Standort nicht bekannt, was das Rätsel nur noch mehr vergrößert. Wurde der Salzburger Würfel von einer privaten Sammlung erworben oder wurde er einfach als wertloser Schwindel zerstört? Offensichtlich gibt es keine Möglichkeit, das mit Sicherheit herauszufinden. Und ohne solche Informationen werden wir nie in der Lage sein, eine Entscheidung über das Wolfseckeisen zu treffen. Lasst uns eure Meinung zu diesen Artefakten in den Kommentaren wissen.